Let's do this attempt. Also haben wir jetzt einen Versuch noch? To see if we can improve and don't search for nothing and just enjoy this opening. No? There is also no fighting between head and heart now. Also such jetzt noch nichts mehr. Es gibt auch keinen Kampf mehr zwischen dem Herz und dem Kopf. Das ist eigentlich, haben wir schon hinter uns gelassen. And from didactic we know that when the heart and the mind they are not in conflict, there is the chance that you can hear your soul speaking to you. No? Und wir wissen auch, dass wenn dein Herz und dein Geist im Gleichklang ist, in Harmonie ist, dann gibt es auch die Chance, die Möglichkeit, dass du in Kontakt kommst mit der Seele. So we try with this, because it's not that I already saw it to you, we do these hunting dogs and I love them, so we have to do it. But this special meditation of hunting dogs, also wir werden jetzt diese Meditation machen für nicht spezielles für haunting thoughts, also für Gedanken, die verfolgen. I always give this example. You saw Harry Potter? Also ich gebe da immer dieses Beispiel. Habt ihr Harry Potter gesehen? There is one, I don't remember what, which number, and there is this bacchetta, the bacchetta, the stick, no? Yeah. The stick. And he, or I don't know who, was able to pull out a special thought. Und er erinnert euch an die Szene, wie er in der Lage war, mit dem Stöckchen den Gedanken quasi, den Zauberstab, den Gedanken rauszuholen. So, real what I feel when I do this meditation, you imagine us to us in one way that I will tell you, that really you pull out, you do for osmosis, you know? Really from the frontal brain, something that should be at least one of these haunting thoughts. Und es ist, so kannst du es dir wirklich vorstellen, der Anleitung von Yogi Bhajan, dass du dir wirklich so aus deinem vorderen Kortex hier wirklich so einen von diesen Gedanken, die dich verfolgen, herausziehen kannst. And I have the feeling that what we are looking for now is to have the haunting thoughts with us. To feel the comfort of being a little bit melancholic. Und mein Gefühl ist auch, dass diese Gedanken, diese verfolgenden Gedanken jetzt wahrscheinlich mit uns sind und die uns so ein bisschen... I mean, you can do things incredible. I do things incredible, just to follow nothing. Also du kannst wirklich unglaubliche Dinge tun, um so einer fixen Idee zu folgen. And again, one single thought. Und das ist wieder, es ist nur ein einziger Gedanke, der dich darauf folgt. No one philosophy of life. Es ist keine ganze Philosophie, die dahinter steht, dein ganzes Leben. Es ist nur ein Gedanke. Es ist nur ein Gedanke. So, maybe also you have something similar inside, no? Vielleicht hast auch du etwas Ähnliches in dir. I always wanted this beautiful kilt. You want the blue eyes. Also irgendwas vielleicht. Wolltest du irgendwas Besonderes haben? Blaue Augen zum Beispiel? Quite short. No effort. Little bit of effort, but not strange arms, something like that. Also let's see what happens. Ist nicht sehr anstrengend. Schauen wir mal, was passiert. For my experience, most important thing, at one point, I will tell you. Look through your forehead. Und ein ganz wichtiger Punkt, und ich werde es dann an einer Stelle dann auch nochmal sagen, der kommt, wenn ich sage, schau durch deine Stirn durch. And under the eyelid there down, you look through your forehead. Und deine Augen sind weiter geschlossen, aber du schaust dann durch die Stirn hindurch. Don't cross the eyes. Überkreuz die Augen nicht. Penetrate the forehead. Also, look clearly there. Durchdringe quasi die Stirn von innen nach außen. Schau klar durch die Stirn. Pull it out. Und das wird den Gedanken herausziehen. I'm happy. Okay, let me check. You breathe from the mouth. Du atmest durch den Mund erstmal. This is tricky because you have to do. Doesn't arrive to 2 seconds, the inhale. It's one big second and one big second out. Also eine gute Sekunde einatmen, eine gute Sekunde ausatmen. If you do more inhale, less exhale or vice versa, you get lost.
du musst wirklich darauf achten, dass es gleiches Gewicht hat, weil wenn du stärker einatmest oder wenn du andersrum stärker ausatmen solltest, als du einatmest, dann gehst du verloren. And you say this is the breath that you have when you are very tired, no? Tired. Also das ist der Atem, den du ganz natürlich annimmst, wenn du sehr, sehr müde bist. So you do it because now we are tired of the haunting thoughts. Okay? And this is called projected breath. Das wird projizierter Atem genannt. It's like you have always one little string with your breath. So. Das ist so ein bisschen so ähnlich, als wenn du immer so deine Atem an so einer kleinen Uhr gehen würde. Seems that it's always the same breath, but you don't let go far and don't let them in. Also es scheint so zu sein, als wenn es nicht, wenn es immer derselbe Atem sei. Sorry, but it's important to have the attitude, no? Ja, also es ist wirklich wichtig, dass du diese Haltung hast, dass das immer derselbe Atem ist, ja. Plus you have the vibratory effect of the breath. Vibratory effect of the breath. Und außerdem hast du den Schwingungseffekt des Atems in deinem Kopf, in deinem System. 31 minutes. No, 6 minutes. And then we go in the second part, that I explain to you now. Okay, und dann, also 6 Minuten machen wir das und werden dann in den zweiten Teil übergehen. She's a professional in this. Diaphragm level. Hände am Zwerchfellebene. The problem is that it's really parallel to the floor. Das Problem ist, du musst wirklich parallel. Yes. And you push very hard. Don't let the thumbs go up. They are together. Und die Daumen sind zusammen und auch nach vorne. So you press all the palms. Ja. Und du erzeugst den Druck über die gesamte Handfläche. But the most important things are the fingers. They are pressing together all the time. Okay, und ganz wichtig sind die Finger, die pressen wirklich die ganze Zeit zusammen. Will be a perfect balance in your tattvas, the elements, if you push okay. Very hard. Und es bringt, wenn du sie stark drückst, bringt es eine perfekte Balance in deine Elemente. In the balance, you release. But you don't push in the... Push again the chest. You are on the chest, but you don't push. You push the hands. And if you do like this, I look crazy, but it's important. Look, if I push, also wenn du wirklich drückst, in die you can Hände, feel your pectoral. Ja. Dann geht dein Fußmuskel so ein bisschen zusammen. So there is effort and the triceps. Oder auch der Trizeps. Okay, so eyes, they are close at the beginning. Und wenn du das machst, also am Anfang sind die Augen geschlossen. And they are close also after. Und auch im zweiten Teil sind die Augen geschlossen. Okay.